Grüezi wohl, einen herzlichen guten Morgen heute an diesem Freitag, am Freitag, und zwar zu Reinis Zeitgedanken, und zwar zur Losung und zum Lehrtext. Es ist heute wieder ein wirklich interessanter Text oder zwei interessante Texte, und wir haben am Eingang dieses Bild gesehen eines Gesichtes. Und es geht um das Angesicht, und ich habe ein Gesicht eines Menschen nehmen müssen, weil wir das Angesicht Gottes nicht sehen können und es auch noch keiner gesehen hat. Aber um das Angesicht Gottes geht es heute in der Losung. Schauen wir doch mal rein und gucken uns dieses genauer an. Da heißt es im zweiten Buch Mose: Der Herr sprach zu Mose: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dieser Text erzählt davon, wie Mose die Gewissheit haben möchte, dass Gott mit ihnen zieht in das neue verheißene Land. Und es ist ja dann, kommt danach der neue Bundesschluss. Und Mose erbittet sich eigentlich, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und da bekommt er die Antwort, dass er das nicht kann, weil er das nicht überleben würde. Und so muss er sich in einen Felsen stellen, und er wird auch mit der Hand bedeckt, und Gott geht vorüber und er kann ihm eigentlich nur nachsehen. Und ich denke, das ist passend auch zu meinem Bild, was ich gewählt habe. Das Menschenantlitz ist etwas sehr, sehr Wertvolles, und ich glaube, dass wir gar nicht genau wissen, was das Antlitz, das Gesicht eines Menschen bedeutet. Es gibt Menschen, die können im Gesicht lesen. Und aus einem Gesicht kann man fast alles ablesen, den Gesundheitszustand, seine Gefühlswelt, aber auch Charaktere, die bei diesem Menschen eine große Rolle spielen. Es gibt da auch große Literatur, und man kann da selber sich auch ein wenig weiterbilden. Und wenn es um das Gesicht geht, geht es also auch um die Persönlichkeit, um die Ganzheit der Persönlichkeit. Und jetzt wird uns vielleicht auch deutlich, was es heißt, wenn wir das Gesicht bedecken, wenn wir es nicht frei zeigen, dann können wir nämlich den anderen nicht mehr lesen, dann wissen wir gar nicht mehr, mit wem wir es zu tun haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dem anderen ins Gesicht schauen können, um ihn auch zu begreifen, um ihn auch ein Stückchen zu lesen und seine Regungen, seine Reaktionen zu spüren, damit wir auf ihn eingehen und ihn auch verstehen können. Wenn wir jetzt Gottes Angesicht nicht sehen können, dann macht das genau den Unterschied aus, dass wir eben seine zur Schöpfung gehörenden Menschen sind und natürlich nicht auf seiner Stufe stehen. Wir können Gott weder in der Ganzheit begreifen, noch fassen, es übersteigt unsere Vorstellungswelt. Und dann kommt nämlich die schöne Antwort noch aus dem ersten Johannesbrief, da heißt es: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Wir brauchen nicht das Angesicht Gottes sehen, sondern alles, um Gott zu verstehen, um ihn lesen zu können, sagen wir es doch mal so, um ihn begreifen zu können. Deshalb ist sein Sohn auf diese Welt gekommen, und in seinem Handeln, in dem, was er damals getan hat, begreifen, erfahren wir Gott. Wir brauchen also nicht die Herrlichkeit sehen, die alles übersteigen würde, weil wir zu klein sind. Deshalb gibt es diese Botschaft von Jesus Christus. Er hat uns vorgelebt, er hat uns gezeigt, worauf es ankommt. Er hat mit seinem Wirken auch gezeigt, wie groß das Handeln Gottes ist. Letztlich ist, dass er heilen kann, dass er Frieden stiften kann, dass er integrieren kann, dass er dort, wo wir überhaupt keine Aussicht auf Erfolg oder auf Besserung noch erwarten, dass er dann auch noch überraschen kann und selbst dann noch die Möglichkeit hat zum Handeln. Und das ist das Erstaunliche und Schöne, dass wir das begreifen können. Wir müssen also nicht die ganze Herrlichkeit Gottes sehen, und deshalb brauchen wir, wenn uns jemand fragt, hast du Gott denn gesehen, dann können wir immer auch antworten, nein, wir brauchen ihn nicht zu sehen, sondern wir haben alles über Gott, über sein Handeln, über sein Wirken, wie er zu uns Menschen steht, in der Botschaft von Jesus Christus schließlich erhalten. Ein toller Text, denke ich. Und wenn wir jetzt in Zukunft dann in die Gesichter wieder schauen, wir dürfen es hier in der Schweiz wieder, wenn wir in die Gesichter schauen dürfen, dann denke ich, ist das ganz wichtig, dass wir begreifen und vielleicht auch an dieses Wort mitdenken, dass wir uns lesen können, dass wir uns anschauen dürfen, sollen und sogar auch müssen,
um den anderen zu verstehen, dass wir aber Gott nicht ins Angesicht sehen können, weil wir das nicht ertragen, überleben würden, sondern wir haben Gott zu begreifen, zu erfassen in seiner Botschaft. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen oder Schnee falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche einen wunderschönen Freitag. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass heute einmal die Nachtgedanken ausfallen müssen. Also ich werde sie am Samstagabend dafür vielleicht nachschieben. Und bitte darum um Verständnis und auch die Losung morgen an diesem Tag, Samstag, wird erst am Nachmittag kommen. Ich bitte um Verständnis, da ich keine Möglichkeit habe, wenn ich außerhalb bin, zu senden. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen gottbehüteten Freitag und Samstag. Wie gesagt, wir können uns am Samstagnachmittag wieder sehen und hören. Da gehe ich wieder live. Und ich werde auch am Sonntag natürlich einen Gottesdienst bringen, aber nicht zur Vormittagszeit, da ich, wie gesagt, auch wieder einmal in einen Gottesdienst gehen möchte. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und bleiben Sie mit Gott verbunden. Ich wünsche eine super Zeit. Uff, Wiederlurke.